Vielleicht kennst du das ja auch, dass wenn einer deiner Liebsten vor einer Prüfung oder vor einer ganz großen Situation steht, dass du dann mitfieberst sozusagen, dass dein Körper reagiert. Doch in diesem Video möchte ich dich einmal kurz darauf hinweisen, was das eigentlich für deine Gesundheit bedeutet, wenn du mitfieberst. Das Problem dabei ist, dass mein Körper jetzt in einem Alarmzustand, also in einer stressigen Situation ist. Und weil all diese Gedanken und diese Aufregung in mir sind, führt es einfach dazu, dass dieser Stress mich in Inbalance bringt, also aus der Balance rausbringt, ich nicht mehr in meiner eigenen Kraft bin. Und wenn ich dem auch nicht bewusst bin, und das kannst du mal für dich selber überprüfen, wenn du merkst, dass du aufgeregt bist, weil jemand anders etwas tut, was du vielleicht schon hinter dir hast, ich habe meine Schulprüfung ja alle schon hinter mir, dass du nicht mehr aus deiner inneren Kraft heraus mit Liebe und Verständnis handelst, sondern eher aus diesem Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsmuster. Und in den Kampf- oder in den Fluchtmodus zu gehen, ist aus meiner Ansicht nicht die richtige Reaktion. Ich bin mir dessen bewusst, bist du es dir auch? Oder wirst du aggressiv? Schreist du vielleicht rum? Fängst du an, irgendwelche Sachen durch die Gegend zu tragen, weil einfach dieser Fluchtmodus dich dazu bringt, dich zu bewegen? Und Gott sei Dank habe ich die uralte Klopftechnik ja schon vor Jahren für mich entdeckt. Wenn du mehr über diese kraftvolle Technik EFT, also die Klopftechnik, wissen willst, unter dem Video hier findest du einen Link, das führt dich direkt zum sogenannten Starter-Kit. Da bekommst du einen dreiteiligen Videokurs, du bekommst Arbeitsblätter, natürlich auch das Klopfpunkte-Plakat, sodass du nicht überlegen musst, wo welcher Punkt ist. Das habe ich für dich alles kreiert und der Download dazu findest du, wie gesagt, unter dem Video. Und jetzt, gerade als Anfänger bist du damit wirklich gut ausgerüstet, um mit der EFT-Klopftechnik anzufangen und für dich selber das mal auszuprobieren. Und ich zeige dir jetzt, wie du, wenn du in einer ähnlichen Situation bist und du eigentlich mit jemandem mitfieberst, dass du mit diesemjenigen natürlich energetisch verbunden bist, ihm viel Liebe, Kraft und Licht schickst, anstatt Kampf, Flucht oder Erstarrungsmuster. Und dafür gehen wir jetzt hier einfach an den Augenbrauenpunkt und sprech mir einfach nach. Ich bin jetzt richtig gestresst, weil meine Tochter die Prüfung hat. Neben dem Auge. Und dieser ganze Stress hat einen körperlichen Effekt. Unter dem Auge. Ich merke das richtig in meinen Beinen. Und daran erkenne ich zum Beispiel auch, dass ich flüchten möchte. Ne? Flucht, Beine, auf wie geht's? Dabei bin ich gar nicht diejenige, die die Prüfung machen muss. Aber es fühlt sich so an. Jetzt sind wir am Kinnpunkt, Schlüsselbeinpunkt. Ich möchte jetzt meinem Körper mitteilen, ich bin sicher. Kopfpunkt. Körper. Ja, wir fiebern mit, ohne Fieber zu haben. Ja, wir sind aufgeregt, aber wir müssen nicht gestresst sein. Wir machen jetzt die zweite Klopfrunde. Diesmal nutze ich jetzt nochmal den Handkantenpunkt. Und wenn du mehr über diese kraftvolle Technik EFT, also die Klopftechnik, wissen willst, unter dem Video hier findest du einen Link, das führt dich direkt zum sogenannten Starter-Kit. Da bekommst du einen dreiteiligen Videokurs, du bekommst Arbeitsblätter, natürlich auch das Klopfpunkte-Plakat, sodass du nicht überlegen musst, wo welcher Punkt ist. Das habe ich für dich alles kreiert und der Download dazu findest du, wie gesagt, unter dem Video. Und jetzt, gerade als Anfänger bist du damit wirklich gut ausgerüstet, um mit der EFT-Klopftechnik anzufangen und für dich selber das mal auszuprobieren. Und sprech mir auch wieder nach. Und wie gesagt, wie das genau geht, das findest du alles im Starter-Kit. Hol dir einfach den kostenlosen Download dazu.
Und ja, und beginn einfach für dich zu experimentieren. Denn die Klopftechnik ist eine aktive Methode und probier es aus. Probieren geht immer über Studieren, so heißt es ja. Okay, also um beim Thema zu bleiben, ja, auch wenn ich jetzt sehr gestresst bin und richtig mit meiner Tochter fiebere und gleichzeitig auch da die Angst ist, oh Gott, schafft sie es? Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin und bin im vollen Vertrauen, dass sie es heute meistert. Auch wenn ich so richtig aufgeregt bin, dass ich es sogar in meinem Körper deutlich spüre und ich am liebsten hin und her laufen möchte, weil ich gar nicht weiß, wohin mit diesem ganzen Stress. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin und bin in vollem Vertrauen, dass meine Tochter es hinbekommt. Auch wenn ich wackelige Knie habe und es sich so anfühlt und sich mein Körper daran erinnert, wie es bei mir war, als ich die Prüfungen hatte und kurz davor war und wie nervös ich war und wie gestresst ich war und wie viel Angst ich damals hatte. Und sich das jetzt wiederholt, entscheide ich mich jetzt dafür, das einfach loszulassen, denn es ist vorbei. Ja, es ist vorbei. Ich muss keine Prüfung mehr absolvieren. Ich habe es hinter mir und auch überlebt. Augenpunkt. Dieser ganze Stress, den ich jetzt fühle, der darf jetzt gehen. Dieser ganze Stress, den ich stellvertretend fühle, der darf jetzt gehen. All diese traumatischen Erinnerungen, die jetzt von meinem limbischen System als Schutzprogramme hochkommen, damit ich fliehen kann, damit ich kämpfen kann oder sogar erstarren kann, das kann jetzt alles gehen. Körper, wir sind sicher, wir müssen gar keine Prüfung machen. Ach so? Körper, ich bin sicher. Es ist sicher, einfach das auszuhalten, weil wir gar keine Prüfung haben. Schlüsselbeinpunkt. Ich bin einfach sicher, denn ich habe gar keine Prüfung. Es betrifft nicht mich, auch wenn es sich so anfühlt. Kopfpunkt. Und ich entscheide mich jetzt dafür und ich öffne mich für die Möglichkeiten, dass jetzt all diese vergangenen Prüfungssituationen, die ich persönlich erlebt habe, die ich persönlich auch miterlebt habe, durch meine Familie, alles das, was damit noch verbunden ist, das löse ich jetzt auf, das schicke ich jetzt ins Universum zur Transformation. Und ich befehle jetzt meinem Körper und lass ihn wissen, wir sind sicher. Wir können uns darüber freuen, dass der Tag der Prüfung sozusagen gekommen ist und eine neue Ära sozusagen anfängt. Das Video 15 Jahre Angst zeigt dir, wie du dich in Zukunft noch mehr von negativen Gefühlen wie Angst oder Wut einfach befreien kannst.